Am Ende wird mit Leide die Liebe belohnt. Ich will sie meiden beide, so bleib ich verschont. An einer Sonnenwende der große Mord geschah, ihres Herzens Jammerrechte Kriemhild da. Sie hatte nicht gesonnen auf solche Mörderschlacht. Als sie den Streit begonnen, hätte sie gedacht, Hagen sollte alleine dabei sein Ende sehen. Da schuf der böse Teufel. Über alle muss es gehen. Edles Mägdelein, das in allen Landen keine schönere mochte sein. Kriemhild war sie geheißen, die hohe Frau so schön, wegen der viele Ritter mussten zu Tode gehen. In dieser hohen Welt der Ehre träumte Kriemhilde, wie sie zöge einen Falken, stark und schön und wilde. Doch dann zerrissen ihn zwei Adler. Grausam war das anzusehen. Ihr konnte auf dieser Erde größeres Leid wohl nicht geschehen. So viele auch um Kriemhilds Liebe warben, so erlaubte sie sich nicht, einen zum Mann sich zu nehmen. Gnade getan.
des Drachen Wunden floss das heiße Blut und sich darin badete der kühne Recke gut. Da sprach Hagen von Tronje: So näht auf sein Gewand mir ein kleines Kreuze mit eigener Hand. Wo ich ihn schirmen müsse, mag ich daran verstehen. Beim Abschied traute sich Kriemhild nicht, ihrem Manne zu sagen, dass Herrn Hagen das Geheimnis seiner Verwundbarkeit verraten hatte. Er umfing mit Armen das zuchtreiche Weib, mit holden Küssen herzte er ihr den schönen Leib. Als im Wald alle durstig zu einer Quelle gingen, legten alle ihre Waffen nieder. Siegfried ließ zuerst König Gunther seinen Durst kühlen, dann beugte sich Siegfried zum Wasser. Hagen von Tronje hatte zuvor noch feige Siegfrieds Bogen und sein magisches Schwert Balmung versteckt. Dann sah er das Zeichen an Siegfrieds Gewand und nahm seinen Speer. Er schoss ihn durch das Kreuze, das aus der Wunde sprang, das Blut von Siegfrieds Herzen an Hagens Gewand. So starb Siegfried. Jedoch nicht ohne große Klage, dass er nun seine geliebte Kriemhild allein und schutzlos zurücklassen musste. Den Menschen, die an Siegfrieds Sarg traten, war auch Hagen von Tronje. Und da das Blutwunder. Siegfrieds Blut begann aus seinen Wunden zu fließen. Und Kriemhild wusste nun mit Gewissheit, wer sein Mörder war. Siegfrieds Sarg.